Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde mit Evil Dynasty, mit Voucher und mit unserem Alderle. Schön, dass ihr da seid. Ihr seht, ich habe eine Sichel in der Hand. Ich habe einen kompletten Ingame-Tag jetzt mal genutzt, um zu gucken, wie realistisch mein Kuhthema ist. Wir erinnern uns, wenn wir mal hier reingehen, Landwirtschaft, Kuhstall 3500. Ich bin jetzt kurz vor 1500. Das heißt, wir werden, wenn alles klappt, heute die Scheune sehen. Und der Kuhstall ist ultra weit weg. Wir sind jetzt auch schon 2 Monate unterwegs. Und ich würde das Kuhthema jetzt erstmal offen lassen. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen werden. Bei den Punkten mit meinen Einstellungen wird es wahrscheinlich ewig dauern. Ich will aber nicht hochdrehen, das versaut mir so ein bisschen mein Spielgefühl. Ich bin aber überzeugt, RenderCube wird irgendwann ein kleines Update bringen, wo wir uns anschauen und dann machen wir das Q-Thema später. Wir werden auf jeden Fall die Story weiterspielen, die möchte ich erleben, komplett in dieser Staffel, und ich werde auf jeden Fall das Thema mit den Pferden, meine kleine Tochter will ja ein Pferd, das werden wir auf jeden Fall reinnehmen, und damit ihr da schon mal ein bisschen Bescheid wisst, dass das Q-Thema so weit hinten ist, wird wahrscheinlich irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt dann kommen. So, ihr seht auch schon oben rechts Steuern zahlen 375 und ich habe 5,1, das heißt, ich habe im Lager einiges abverkauft. Da ist noch genug drin, was wir verkaufen könnten, denn ich will ja auch mit euch heute ein paar Gimmicks machen. Und das werden wir uns jetzt mal angucken. Zum einen können wir natürlich mit Brettern bereits Blumenkästen anheften. Ich habe jetzt mal dem Kräuterkundler den Auftrag gegeben, dass er mir ein paar Gänseblümchen besorgt. Was wir jetzt aber rausfinden müssen, ist erstmal, wo kann man denn überhaupt dekorieren? Hier haben wir zum Beispiel eine Deko. Allerle. Wenn ich da aber eine Lampe schon freischalten, nicht genug Technologie. Das könnte ich freischalten. Was ist denn das? Ein Strohhimmel? Nein, den will ich nicht. Strohkranzhimmel? Das sind nur so Strohkränze, ne? Die Leuchte ist nicht freigeschaltet. Da habe ich nicht genug Technologie. Die kommt auch erst bei irgendwas 1000. Und das ist immer dasselbe. Ja, aber dass es überhaupt geht. Was wir aber freischalten können, wäre doch eine Wandleuchte, ne? Jetzt gehen wir erstmal Steuern zahlen. Entschuldigung, ich bin schon wieder ganz hibbelig. So, Blumenkästen, Gänseblümchen ist eines. Au ja, und das machen wir jetzt gleich. Komm her. Ich könnte schon wieder alles, ihr wisst ja. Es gibt ja auch Teppiche. Vielleicht können wir Teppich und Lampe freischalten heute. Und dann den Leuten vorne im Dorf ein paar Blumenkästen hinbauen. Dann möchte ich natürlich, wenn wir die Scheune aufbauen, auch ein paar Mitarbeiter mehr einstellen. Und da habe ich mir mal Folgendes überlegt. Wenn man mal von hier drauf schaut, sieht man es eigentlich schon ziemlich deutlich. Wo würde hier noch ein Häuschen hinpassen? Da hinten. Da setzt man noch ein schönes Häuschen rein, nochmal eine Bauernfamilie dazu. Dann sieht es gut aus. Ne, um die Punkte hochzuschrauben, die wir jetzt brauchen für die Scheune, habe ich manuell den kompletten Roggen geerntet. Und ich habe manuell die ersten 30 Mohnsamen selber eingebracht hier. Ne? Plus natürlich dann den Roggen durchgemahlen hier. Ich habe Dünger hergestellt und habe gesehen, wie die Punkte langsam hochgehen. Und deswegen jetzt zum Eingang der Folge heute kurz die Info zu den Kühen. Was ich auch noch vielleicht mache, ist, dass wir die Gartengeschichte hier, die könnten wir noch erweitern. Dass wir hier vielleicht so einen ganz kleinen Weg nehmen, den hier ranziehen, ja, bis vor. Und dann machen wir auf der linken Seite auch nochmal Gemüsebeete. Dann ist das hier unser kleiner Gartenabteil für Gemüse. So, wie fangen wir an? Ich meine, Steuern zahlen können wir gleich. Ich habe Bretter vorbereitet. Da waren 20 drin, 40 habe ich gemacht für unsere Gestaltung heute. Machen wir mal die 40 wieder raus. Und bringen mal Blumenkästen an in die Häuser hier. Wollen wir die auf Sicht nur machen oder auch hinter den Häusern? Ich würde sagen, wir machen erstmal Sichtler. Wir machen, glaube ich, erstmal Sichtler. Pass mal auf. Wo haben wir sie denn? Hier. Schöne Geschichte. Ja, wenn da nachher Gänseblümchen drin sind, sieht es schon nett aus. Zack. Ja, komm, hier können wir seitlich auch welche machen. Ich habe extra viele Bretter durchkauten. So, dann haben wir hier Gänse, Gänse, Gänse. Hier geht nichts mit Deko außen, oder? Gut, das reicht ja auch. Das ist die Küche. Hier hinten wird es mit Sicherheit auch süß aussehen, weil die Sonne morgens drauf scheint. Also zwei Blumenkästen dran. Morgen. Grüß dich. Servusle. Und ganz klar, Familie Gurktaler, die kriegt auf Sicht auch zwei Blumenkästen. Guck mal, wie schön das zugewachsen ist. Wahnsinn, oder? Ist der Wahnsinn. Servus, Gurkes. Grüß dich. Ja, ja, ich mache hier ein bisschen schön. Hier mal Blumenkästen. Und wenn der nachher die Gänseblümchen gepflückt hat, gehen wir durch.
Ja, warum nicht? Zur Not mache ich nochmal Bretter. Gut. Weißt du was, ich hole die anderen Bretter auch noch. Wir haben sowieso das Lager überfüllt, ne? Wir müssen mal gucken. Wir hatten ein Fassungsvermögen von 2000. Ich habe hier Holz reingelagert. Hier liegen massiv Steine rum. Und ich bin schon wieder fast voll mit dem Ding, ne? Das heißt, wir nehmen mal ein paar Baumstämme raus. Im Moment ist es auch so, dass die sehr, sehr gut produzieren, ne? Machen wir mal so. Machen wir mal so, schneiden kurz ein paar Bretter. Guten Morgen. Spielst du mit den Gänsen? Ah ja, und das Ding haben wir auch, ne? Können wir vielleicht nachher mal gucken. Töchterle, unsere Frau, die kriegt jetzt den Ring von mir. Als ich verkauft habe, habe ich gesehen, wir kommen super hin mit der Steuer. Wir können uns neue Sachen freischalten, die Geld kosten. Den Ring, den gebe ich jetzt meiner Frau. Und dann haben wir noch das Holzspielzeug vom Wislav, ne? Das wir zusammengebaut haben. Das kriegt mein Bub. Who better? Kein Bock zum Schaffen, gehört. Kein Problem, dann machst du frei heute. Vielen Dank. Da ist sie, die Scheune. Hat geklappt. Hat geklappt, Leute. Dann bauen wir die Scheune um. Mats müssten wir genug haben. Ich kann ja einen Esel füllen. Und dann ist das okay. So, kannst weiterarbeiten, wenn du willst. Hier kommt ein Blumenkasten hin. Auf jeden Fall. Und dann wäre es natürlich auch cool, wenn man hier... Also hier würde ich zum Beispiel auch eine Sitzbank hinbauen vielleicht mal. Guck mal, ich habe dir Blumenkästen. Sehr geil. Kräuterkundler, der weiß, was er zu tun hat. Mit dem habe ich gesprochen. Komm, wir machen hier auch welche hin. Weil es einfach viel schöner aussieht gleich, ne? So, hier hängen schon zwei. Seitlich würde ich vielleicht den... Ja, machen wir auch noch welche hin hier. Bub. Und Büppchen. Einfach mal ein bisschen das Dorf auch schön machen, weißt du? Für mich sieht es erstmal so aus, als wären wir hier durch. Jetzt holen wir den Esel ab. Guigtaler hat hier die zwei. Die würde ich auch noch versorgen, die gute. Die hat jetzt auch schon mittlerweile Kind, ne? Hier machen wir auch eine hin auf Sicht. Sehr schön. Und dann können wir jetzt hier noch kurz durchgehen. Naja, das ist doch top. Wenn wir es schon freigeschalten haben, oder? Zack. Zack. Und hier gönne ich denen auch noch was. Den da. Und dann machen wir dann nachher die Blümchen. Dann habe ich noch genug für alle? Nee. Ich habe nur noch vier Stück. Achso, ja, dann mach doch die da hin. Das ist gut. Ich habe gedacht, die kosten nur zwei, ne? So, dann haben wir das. Gänseblümchen kommen. Scheune Umbau, Hausbau machen wir dann gleich. Jetzt gehen wir Steuern zahlen. Du bist nicht der Esel, den ich meinte. Steht er da vorne im Sumpf rum, weil ich rufe den mal. Weiß jetzt nicht, wo ich den abstelle. Hi, Digga. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Wir haben 5000, reichen die uns? Ein bisschen was habe ich bestimmt auch noch einstecken, was wir schön raushauen können. Ein, zwei NPCs habe ich jetzt blank gemacht, ne, mit meinem Abverkauf. Warte mal geschwind. So. Da kommt doch gerade mal Süßerle. Hallo. Mir geht's gut, danke. Schön, dass du nachfragst. Guck mal, ich habe... Nee, ich kann dir den Bislav sein Holzspielzeug nicht geben. Nice, ja, du kannst ruhig mit deiner Freundin spielen, ist kein Problem. So war es nicht gemeint. Danke für die Unterhaltung. Tschüss, ich gehe ins Bett. Kein Geschenk dieses Jahr. Ich dachte, ich kann dem Bislav sein Spielzeug. Wenn du recht guckst, habe ich es vielleicht ins Lager geräumt. Warte mal geschwind. Ne, hier ist es, ne? Vielleicht kann ich das einfach nicht hergeben. Ich verkaufe das aber nicht. Ich weiß nicht mal, ob ich den Goldring meiner Frau geben kann. Sie ist fähig und lässt es einschmelzen und macht sich einen Goldzahn davon. So, wo ist denn mein Freund, der gute alte Kastellan? Ich würde ja gerne wissen, wo der die Kohle mal hinbringt. Ist er heute auf dem Markt? Warte, 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 warte. Komm da gerade. Hi. Bist du gekommen, um deine Steuern zu zahlen? Ja. Wunderbar, ja. Oh, wunderbar. Wann haben wir denn mal von ihm gehört, dass es wunderbar ist? Ich sag's dir. Nee. Ich glaube, den habe ich noch nicht blank gemacht. Der hat wieder Kohle.
Also, Diggerle, dann lass mal durchgucken, ob ich noch irgendwas hab. Das Gegengift kriegst du auf keinen Fall, das brauchen wir nämlich ständig. Bogen, einfache Fackel, die Säckchen muss ich zurückbringen ins Lager, den Eisenbolzen kannst du noch haben. Den Kupfersperr nicht, den Langbogen auch nicht. Ne, Leute, das sieht so aus, als ob ich schon alles soweit... Hier, die waren's. Die kann weg und die vier können weg. Ja, das, wir haben auf jeden Fall Geld für Freischaltungen, das ist wichtig. Gehen wir kurz vorbei und gucken mal, ob schon Gänseblümchen gepflückt worden sind. Bringst du uns heim? Naja, einen schönen Frühlingtag, das ist wunderbar. Könnte man zur Not auch selber pflücken, gell? Aber wir bauen lieber. Ich mache mal kurz im Esel ein bisschen Stein rein und Holz. Und Bretter. Bretter jetzt nicht mehr unbedingt. Morgen! Morgen! Sie waren Blumenkasten hängen geblieben. Wie gut, dass wir die gebaut haben, gell? Ja, da dürfen wir nicht mehr durch. Das ist mein Standardweg gewesen. Zack, liegt er im Dreck. Ach schön, das Dorf verschönert. Und der Alte liegt im Dreck, so muss sein. Jucki, jucki, jucki. So. Da weißt du auch Bescheid. Hier, guck mal, hat er schon 37 Gänseblümchen gepflügt in kurzer Zeit. Ey, der Göffel ist auch hier drüben, ne? Herbert Tolt. Doch, die nimmst du mal mit, die brauchst du fürs Dach. Und ja, machst du mal so 22 Stück. Easy. Easy, Basy. Guck mal. Du nimmst mal die Bretter und die Stämme. Das reicht, wenn ich dich pfeife, gell? Und ich nehme ein paar Steine mit, so viel ich tragen kann. Warte mal. Machen wir die Hälfte schon mal von vorne weg raus, ne? Da bist du aber gut gemeint heute. So. Gehen wir gleich zum Häusle. Fangen wir hier schon an mit den... Wir fangen hinten an. Da freue ich mich jetzt drauf. Di-di-di-di. Dekoration, Jänseblümchen. Dekoration, Jänseblümchen. Boah, ist doch nett. Das sah kurz für einen Moment ein bisschen seltsam aus bei euch zwei. Die Musik passt auch gerade zur Verschönerung. Finde ich gut. Ah, hinten habe ich keine. Okay, weiter geht's. Was ist denn das für ein schönes Haus? Ja, aber ich habe ja die blauen drin. Die lasse ich mal bei uns. Die lasse ich mal bei uns. So, Leute. Gehen wir an die Arbeit. Die Kids spielen auch. Cool. Gut. Easy. Von welcher Seite auch immer du kommst, Hauptsache du bist da. So, ich brauche erstmal 8 Stück. Das wird nichts, deswegen reite ich gleich schon mal ein bisschen vor. Gut. So, mein Freund. Boom. Wie haben wir es denn hier gemacht? Ich meine, ich baue die dann... Soll man das auch so schlicht machen? Mit die? Oder machen wir da so eine Mittelstufe? Hier haben wir sehr viel Holz und Stein. Da drüben haben wir auch Holz und Stein. Hier haben wir es komplett aus Stein. Ne, dann machen wir das hier aus Holz. Machen wir das aus Holz. Türe aus Holz. Fenster aus Holz. Und die Seitenwand. Ohne alles aus Stein. Seitenwand aus Stein. Giebel aus Holz. Hier machen wir wieder komplettes Holzfenster. Hier auch, weil es eine wunderschöne Aussicht hat. Dann würde ich sagen, machen wir hier Stein und oben wieder Holz, ne? So, wenn man die Mats dabei hat, ist kein Thema, ne? Wie machen wir das Dach? Bretter schneiden? Ich meine, Bretter schneiden ist kein Problem. Alter, guck mal, wie schnell wir die Mats dann jetzt auch haben, ne? Hast du nur 8 Stück? Nee, aber Bretter. Also mache ich ein Bretterdach. Machen wir Bretterdach, Leute. Vielleicht das Einfache.
Jo, das reicht. So. Gehen wir mal durch. Ein Stamm, zwei Stamm. Drei, vier. Vier und acht, dann haben wir 12 Stämme. 13, 14 und innen drin noch 3, ne? 14 und 2. Also, wir nehmen jetzt einfach nochmal 20 Holzstämme und Bretter. Muss ich nochmal hin? Bretter habe ich jetzt komplett verbaut. Die haben ja nie gereicht, oder? Ich guck durch. 20 Holzstämme und 2 Bretter. Also, dann ist das schon mal fertig. Vorne die Blumen noch rein. Ja, beim Gurgis waren auch welche, gell? Cool. So. Wenn man halt einen verlässlichen Gärtner hat. Also ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Mir gefällt es richtig gut. Zack. Kleinigkeiten, die machen es dann halt nachher, ne? Jetzt bin ich mal gespannt, dass wir uns gleich freischalten werden. Ich habe da schon Bock, dass wir noch ein bisschen was uns holen. Ich hätte gerne das mit dem Licht. Das kostet aber wahrscheinlich einen Haufen, ne? Was ganz anderes gleich. Natürlich könnte man auch verschiedene Blumen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe Gänseblümchen. Ich finde sie richtig schön. Die sind so lebendig, so voller Leben irgendwie. Schön, 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 schön. Ah, da habe ich auch noch einen hingehängt. Hier duftet es aber gut. Ja, auf jeden Fall eine coole. Bist du heute treu? Bist du heute treu? Komm, wir holen die Mats geschwind. So, was habe ich gesagt? Bretter, Bretter muss ich schneiden, gell? Zwei Bretter waren es, 20 Holzstämme wollten wir mitnehmen. Dann machen wir mal 25, da bin ich auf der sicheren Seite. Und dann gehen wir mal bei uns hinten, wenn wir eh gleich dort sind, gehen wir mal kurz gucken, ob wir uns diese Lampe da freischalten und den Teppich vielleicht, ne? Hey, das habe ich jetzt gebraucht, einfach mal einen Tag wieder im Dörfle zu sein. Wir waren so unterwegs jetzt. Ich liebe die Stories, das ist nicht das Thema. Aber es tut auch mal gut, wieder daheim zu sein. Darf ich ganz kurz? Machst du Päusle? Super. Zwei Bretter waren es, gell? Ich hoffe es, das stimmt. Ich könnte aber theoretisch einfach mal noch zwei. Im Fall der Fälle haben wir noch mal einen Blumenkasten. Mein Mändel stinkt wie ein Iltis. Scheunenumbau dürfte wahrscheinlich teuer werden, aber den würde ich heute auch noch gern machen. Wenn das Häusle fertig ist, können wir drüben gleich noch zwei Leute holen fürs Feld. Achtung, denkt dran, hier wird's eng. Kein Problem, wenn wir es wissen. Wir haben es nur vergessen vorhin. Hier, guck dir das an, das ist doch ein Träumchen. Hast du deine eigenen Ecken geschaffen? Du kennst dich hier aus, du weißt genau, wo was ist. Super. Mohnsamen würde ich vielleicht noch ein paar kaufen, dass das Mohnfeld hinten mal schön in der Blüte steht, jetzt wenn es rausgewachsen ist, oder? Könnte man es vielleicht überlegen. So, dann innen drin. Boom, boom, boom. Und den Giebel. So, Häusle ist gebaut. Ja, die müssen wir dann als nächstes verputzen. Dann stechen die auch wieder ein kleines bisschen raus. Gefällt mir richtig gut. Komm, wir gehen mal kurz zu uns nach Hause und gucken jetzt mal. Hier kommt links der Pferdestall dann dazu. Eine kleine Umzäunung vielleicht. Hallo. Wo ist denn Mama? Ich will doch gucken, ob ich den Ring loswerde. Wo hüpft sie denn rum? Da steht sie. Hallo. Oh, it's you again. Was würde ich ohne dich tun? Du hast deine Kleidung schon wieder dreckig gemacht. Zieh sie aus, ich wasche sie schnell. Boah, es ist lieb. Romantik. Ich habe eine Kleinigkeit für dich. Nee, kannst dir den Ring nicht verschenken. Take care. Herzlichen Dank fürs Saubermachen. This hand scares me.
It always looks at me as if I was the one about to be cooked. Dieses Huhn macht mir Angst. Sie sieht mich so an, als würde ich bald im Kochtopf landen. Geh mal rein, gucken uns das mal an. So, ich fände es natürlich cool, wenn meine Töchterle dann die Lampe kriegt. Hier Lichter. Guck mal, das Schema kostet 500. Ich schalte es mal frei. Ich brauche 2 Eisenbarren dafür. Hole ich gleich. Und irgendwie fände ich es cool, wenn wir noch einen Teppich hätten, ne? Nicht genug Technologie fürs Bärenfell. Schweinefell können wir nicht bringen. Wolf auch nicht. Passt irgendwie nicht. Guck mal, du brauchst Pelz nur. Aus Dachsfell wäre doch schick. Das war bei dem einen schon so schick. Also, Pelz und Eisenbarren. Nächste Ladung. Bin gespannt. Machen wir erst unser Haus und das alte Haus von uns. Das wären so die Dekostückchen. Oder verfliegt aber die Zeit weg. Ich gerade leg mir am Himmel. So. Pelz. 5 waren es, glaube ich, und 2 Eisenbarren. Wir haben noch. Wir haben Eisenerz. 7 Stück nur noch. Ich weiß natürlich, welches verkauft habe. Für eine Lampe, wenn es reicht, bin ich ja happy. Hier Eisenbarren. Ah ja, also. 2 Barren für eine Lampe, ne? Wir müssen halt Eisen holen, falls uns das super gut gefällt gleich. So, ein Pelz brauche ich noch. Pelz müssen wir haben, weil wir haben im Moment keine Schneiderin, die es verarbeitet. Ich muss dem Gänseblümchenmann wieder abstoppen. Pelz. Ein Teppich. Also 10 für ein Haus. Machen wir mal. 50. So. Kriegst du natürlich auch einen Teppich. Ich guck mal, ob das jetzt hier einfach so funktioniert. Wie süß ist das denn? Ist ja cool. Kann man dann an der Wand auch? Regale, Haken, Beleuchtung, Geweih. Ach guck mal, die gibt's auch hier. Für die brauche ich 2 Bretter. Oh, dann nehme ich das Eichhörnle. Nicht genug Technologie, das war klar. Okay, die kosten alles super viel, die kriege ich nicht. Trophäen finde ich jetzt nicht so. Beleuchtung haben wir freigeschalten. Ein Haken, an dem nichts hängt, weiß nicht. Gut, so Regale. Nee, das lasse ich mal mit den Wänden. Wir gehen mal zu uns. Was fehlt denn jetzt oben alles? Tierfutter? Aber ich habe Tierfutter eingestellt, oder? Warte mal, warte mal, warte mal. Mach das mal zu. Wo ist denn die Landwirtschaft hier? Da war doch gerade Dings angezeigt, ne? Ach nee, denen fehlt wieder Material, weil ich selber alles gemacht habe, Leute. Ich habe doch alles selber durchgejagt. Die haben nichts zum Schaffen. Und das, was eingestellt ist, können sie natürlich nicht machen dann. Hallo? Sagte er mit dem Hammer in der Hand. Junge, bin ich jetzt erschrocken. So, guck mal, ich baue dir hier ein kleines Nachtlichtle hin, wenn das klappt. Okay, müssen wir dann warten auf heute Abend, ne? Dann hat sie hier ein kleines Lämple. Und sie kriegt natürlich auch einen Teppich. Welches ist denn ihr Slot der Fünfer, gell? Hm? Okay. Da ist halt das Bärenfell wahrscheinlich die ganze Ecke geiler. Da bin ich gespannt auf die Leuchte. Da bin ich gespannt auf die Leuchte. So, wollen wir den auch noch irgendwie... Machen wir mal Slot 2. Ja, warum nicht? Jeder so eine Kleinigkeit. Hier für die, die dann neu einziehen. Habe ich noch Bretter? Bub. Und Bub. Schön.
Gefällt mir ganz gut, aber da ich sehr wenig in den Häusern drin bin, ist es natürlich immer für den Moment, ne? Die Scheune umbauen, Leute. Ich weiß nicht, ob man das jetzt heute noch reicht. Ich guck mal auf meinen Plan. Steuern haben wir gezahlt, Gimmicks haben wir ein paar freigeschalten. Das Häusle haben wir gebaut. Pferd dauert noch eine Weile. Wollen wir die Scheune umbauen? Ja komm, ich habe jetzt gerade alles selber gemacht. Gebäude, Landwirtschaft, Scheune 2. Fertig, machen wir einfach. Oh, ich habe einen Klick gehabt gerade. Ja, weißt du, ich habe jetzt eh alles selber gemacht. Dann können die auf in der Zeit kurz aufhören zu arbeiten. So, ich brauche jede Menge Holzstämme. Wie war es dachbestückt? Nochmal mit Stroh, okay. Holzstämme. Stroh. Jo, hol mal. Ja, ist doch super. Dann haben wir alles erreicht, was ich erreichen wollte heute. Ne, so habe ich es mir aufgeschrieben. Ich bin gleich gespannt mit dem Lichtle, Leute. So, Easy, kommst du mal? Wir brauchen jetzt gleich Stammverwaltung hier. Tierfutter muss ich nachher wahrscheinlich herstellen. Lass mich mal kurz gucken. Das kann ich alles abverkaufen. Wir haben nur so viel Zeug, was raus kann. Ja, Tierfutter müssen wir mal gucken, dass die das vielleicht noch herstellen. Holzstämme. Ja, dann nehme ich jetzt einfach mal hier 28 raus. Er kommt langsam, aber sicher. Dann haben wir noch Stroh gehabt. Ja, das kann ich auch zum Teil mal verkaufen langsam. Ja, scheiße, ich bin zu schwer. Den Eisenbahn rüber. Den Pelz wieder rüber. Die Sticks wieder rüber. So, Mäusle, komm mal her. Wir brauchen da hinten nämlich jetzt jede Menge Material. Und es wäre cool, wenn du einen Teil nimmst. Zum Beispiel die Holzstämme, wenn man die Steine und den Stroh, dann rufe ich dich gleich. Und ich nehme nochmal Holzstämme mit. Dann kriegen wir das heute nämlich wahrscheinlich auch gleich fertig, ne? So, gehen wir einfach mal. Sollen wir hintere reiten gemeinsam? Komm her. Du trägst zu viel. Ja, eigentlich der Esel. Keine Werkzeuge im Grabungsschuppen. Schaufel. Okay, das kann ich gleich machen. Und die Scheune wird umgebaut, ne? Und die Schmiede hat kein Material. Ja, weil ich halt auch viel rausgeholt habe. Schöne Ecke ist es hier. Wunderschön ist es geworden. Am Anfang hat es ein bisschen verloren ausgesehen. Da war ich nicht sicher, ob das so wird, wie ich es will. Aber macht sich so verdammt gut. So, einmal hier. Und hier, gib mir mal Stroh kurz. Jo, das glaube ich kann ich komplett tragen noch. Danke. Siehst du, dann haben wir zur Nachmittag bauen wir das Ding jetzt auf und haben fast keine Ausfallzeit. Aber herrlich, oder? Ich überlege, ob ich morgen noch ein paar Mondsamen hole. Weil wir haben, wie gesagt, gerade mal ein Feld, ja. Jetzt zum Stand. Schöner, schöner Frühlingstag war das. Ich glaube, wir gehen morgen in den Sommer rüber. Ja, die neue Scheune. Super, dass wir das gleich fertig haben. Und die sieht auch richtig gut aus. Guck mal. Toll. Gefällt mir. Und wir haben sie fertig. Und jetzt muss ich nochmal gucken, aber die hat sich ja jetzt nicht umgebaut, ne? Die Scheune. Gott, die Mitarbeiter muss ich reinmachen. Ist Nistanga die einzige? Die gerade keinen Job hat? Achso, ja, wir wollten ja Leute holen. Komm, das machen wir jetzt auch noch geschwind. Wir müssen eh warten, bis es richtig dunkel ist, bis mein Lichtle da hinten Sinn ergibt. Jo, komm, wir holen uns noch eine Familie. Lass mich noch mal kurz was schauen. War ja dasselbe, ne? Wenn ich für einen Feldschuppen einen möchte,
war das das Zeichen und das Zeichen für hier ist dasselbe. Mann und Frau fürs neue Häusle gleich kommen. Bisschen Zuwachs schadet nie. Schönes Häusle ist ja geworden. Und was wir jetzt dann machen könnten, was machen wir vielleicht im Herbst? Neue verputzen, ne? Wir haben wieder Kalkstein und Tonbewurf. Ja, hier ist eigentlich der Haupteingang. Haben wir eigentlich hier auch Blumenkästen, wo Gänseblümchen noch rein müssen? Ah, der Esel freut sich, weil ich es entdeckt habe, dass ich hier noch nicht fertig war, ne? Da hinten haben wir nichts gemacht, das weiß ich. Und da drüben? Aber da bin ich drum rumgelaufen, gell? Ja, da sind Gänse drin. So, komm, wir gehen mal kurz rüber ans Feuer. Du bist natürlich dabei, wenn neue Bevölkerung hier einzieht. Du bist ja derjenige, der mit aussucht. Beim Fischer haben wir auch noch nicht wirklich dekoriert, aber das ist auch nicht so tragisch. Der kommt da gerade vom Saufen. So, ein Männle und ein Weible. Schauen wir mal, schauen wir mal. Hört sich an, als ob ich mir Kanarienvögel hole zum Züchten, ne? Eine Männle, eine Weible. Eine 1, eine 2. Eine 2. Eine 1, eine 2. Okay, die sind nicht wirklich geil hier. Aber wir nehmen einfach die mit dem schöneren Namen. Die wachsen ja mit uns mit. Namislav. Schwalislava, Namislav, nehmen wir es mäßig. Der Nameless muss mit. Auf jeden Fall. Ich bin dabei, eine neue Siedlung. Großartig, schalala. Nameless, gehst du schon mal heim? Finde ich gut. Ist ja geil. Der Namislav. Kleines Haus. Zack. Namislav. Er hat halt nicht die geilsten Werte, aber weißt du was? Das war mir ja schon immer ein bisschen egal auch. So. Namislav 30. Nicht sein Lieblingsjob, aber gut. Saibora. Typ Slava. Oswald. Ah. Oswalda, du kommst mit. Ich gucke gar nicht auf deine Werte. Oswalda und der Nami. Der Oswald. Oswald der Schmied. Und das ist seine Schwester. Er weiß Bescheid. So. Kommst hier rein. Ich wollte gerade sagen, warum schaffen die alle nichts? Aber ist klar, die sind ja noch klein. Oswalda 29, das richtige Alter haben sie. Beide. So, Oswalda ist zugewiesen. Und die könnte man vielleicht aber auch spaßhalber in die Näherei schicken. Jo, machen wir. Da habe ich soweit gar nicht gedacht, dass wir da auch noch jemanden brauchen. Hat sie halt auch nur eine 1, aber was soll's. Die andere kommt ja auch wieder zurück. Unsere Schneiderin, unsere eigentliche Schneiderin. So. Damit haben wir es erledigt und jetzt gucken wir unser Lämpler an. Wenn du willst, kannst du ihn draufhocken. Nee, ich habe Angst, ich fliege runter. Gut, wer ist er hier? Hm, nicht unser. Nicht unser. Oh Gott, der Bub hat Hunger. Hat er noch irgendwas dabei? Übrigens habe ich auch in der Offscreen-Runde habe ich die Salzstängeln gegessen, weil ich nichts mehr zum Essen hatte. Soll ich euch was sagen? Die Salzstängel machen so einen Durst. Da war ruckzuck einmal, ich habe vorher getrunken, war die komplette Wasserding weg. Die Wasseranzeige. Oh, das wird knapp. Oh, weißt du was? Ich laufe die paar Meter. Du findest ja heim, oder? So. Wieso zeigt es nachts das trotzdem noch an? Das ist doch dann bestimmt wichtiger, oder? Bei der Produktion Schmiede ist klar, fehlen die Mats. Bei der Tierhaltung hier sieht alles gut aus. Bei der Landwirtschaft Scheune ist kein Material. Und ich musste um irgendwas mich sorgen noch, ne? Richtig, im Grabungsschuppen ist kein Werkzeug. Spitzhacken habe ich drin, Schaufeln fehlen. Verstehe ich nicht. Habe ich doch erst reingemacht. Jo, weißt du was? Dann ist das Thema auch erledigt. Hast du mitgesungen mit ihr? Da freut sie sich aber bestimmt. So schöne Runde, sehr entspannt bin ich jetzt. Das muss einfach so sein. Das ist einfach das Richtige.
Stroh kann wieder rüber, jawohl. Dann habe ich die Holzschaufel gemacht, die können auch rüber. Boom. Und jetzt guckt man uns der Lämpler an. Nehmen wir den Esel noch mit. Schön. Hier in der Ecke könnte man vielleicht von diesen Feuerschalen nochmal ein, zwei aufstellen. Ei. Ist da noch ein bisschen beleuchtet ist. Da drüben beim Esel. Bei uns daheim vor die Tür. Hier inzwischen die Scheune irgendwie. Wobei dann natürlich gerne die anderen Lampen auch hättest, aber die sind halt auch super weit weg. So, trabbelt der mir nur hinterher oder habe ich den jetzt? Ja, da steht da vorne irgendwo. Kein Problem. So, jetzt bin ich gespannt. Sieht man das schon? Ja, das schimmert hier leicht durch. Guck mal. Oh, es ist gemütlich. Okay, es wirft keinen großen Feuereffekt, aber es ist einfach cool. My grandpa used to say, when nothing hurts you, you're dead. Mein Großvater pflegte zu sagen, wenn dich nichts mehr verletzt, dann bist du tot. Und ich bin super erschrocken, aber du willst doch, ist es 19 Uhr, Nümmerle, komm mal her. Ah, my love, you're here. Hey, Göttergatte, Romantik. Nicht so wichtig. Aber man kann auch nur ein Kind kriegen, glaube ich, ne? Dann geh ins Bett. Goodbye. Why is bread so expensive? Because of the taxes or what? Steht die hier mal nachts an der Kerze und guckt das Kind an beim Schlafen schön. Nächtle, schlaf gut. Und an euch, wir sehen uns morgen wieder. Ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt nicht das nächste Ding freischalten kann. Möglicherweise. Wir haben den Milton. Der lebende Tote, mit dem soll man sprechen. Dann haben wir der Oetker, mit dem soll man sprechen. Und wir haben den Bronimir von unserem Müsli, der Kollege. Ja, ich nehme an, dass wir uns da morgen nochmal rein begeben. So, Technologie, ich gucke trotzdem immer im ganz normalen Bereich Technologie. Die Mine ist super weit weg noch. Wir haben die nächste Kräuterhütte, dauert noch. Hier sind wir jetzt bei 15:33. Das ist das nächste Ziel. Da werde ich demnächst wieder Hand anlegen, manuell, dass wir den Stall bauen können fürs Töchterle und ein Pferd kaufen. Steuern haben wir gezahlt. Die Küche kommt hier, die könnte eventuell auch noch reinflutschen. Ansonsten muss ich sagen, die Teppichlen machen sehr, sehr viel Spaß. Die Reliefs finde ich cool, aber da sind wir weit weg. Das Lämple ist eine coole Geschichte. Also rein von der Individualisierung her, wenn du es überlegst, was du für Möglichkeiten hast, ne? Du kannst ja hier auch noch Fensterläden, glaube ich, rannehmen, ne? Ja, guck mal. Könnten wir uns vielleicht auch noch welche freischalten? Wir könnten uns alle gönnen. Ist jetzt die Fackel ausgegangen? Lass mich nochmal kurz gucken. Ja, guck mal. Wenn der jetzt freigeschalten wäre, könnten wir mal gucken, ob... Oh, direkt drauf gedrückt, direkt drauf gepresst. Würde ich sagen, bevor wir morgen aufbrechen, machen wir mal ein paar Fensterläden hin. Also du hast die Möglichkeit zu bauen aus Sticks, Bäumen, Sticks, Bäume, Stein. Ne? Das Dach kannst du auch individuell einstellen. Du kannst sagen, das ist schon richtig geil geworden, wenn ich überlege, wie es am Anfang war. Dann machst du Blumenkästen, verschiedene, wenn du Bock hast, Teppiche, Wandleuchten, innen drin Beleuchtung, Windspiele. Also du kannst schon richtig, richtig dich verlieren in dem Spiel. Tolle Geschichte. So Leute, wir sehen uns morgen. Ich freue mich auf euch. Bis dann.